Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Fallout 4. Wir sind wieder zurück im Institut, nachdem wir einen Syn zurückgebracht haben, der sich für einen Raider-Anführer gehalten hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, mein Papa, also mein Sohn, der sich für meinen Papa ausgibt, mein Sohn, der sich Vater nennt, so rum, man kommt hier ganz durcheinander, wirklich, der hat mir jetzt neues Spielzeug versprochen. Jetzt muss ich mal gucken, wo das eigentlich ist. Der Pfeil zeigt nach oben, das heißt, ich muss irgendwie hoch. Hier, ne? Nee, Robotics. Muss ich hier hin? Wo muss ich hin? Verdammt. Wo ist eine Treppe? Hier ist eine Treppe. Ich versuche mal hier hoch zu gehen. Wow, wie sie alle gleichzeitig reden. Ah, da oben muss ich hin. Okay. Eine noch nach oben. Alles klar. Höchste Alarmbereitschaft. Lala. Hier oder was? Ah, ja. Ja, danke. Kannst du dich unsichtbar machen? Ja, kannst du. Ich weiß, du hast einen Stealth-Boy, aber das meine ich nicht. Kannst du mal irgendwo anders hingehen? Du machst mich nervös. Ja, genau. Oder dreh dich um. Oder geh einfach einen Schritt weiter weg. Androiden und ihre Logik. So. Da! Wehe, du kommst hier mit rein. Das ist mein Quartier. Raus. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Ja, ja. Geh weg. Gehen Sie weg! Mann, ja! Sehr gut. Kann ich die Tür zumachen? Mann, was ist das denn hier? Keine Privatsphäre hat man. Schließen! Sprich mit Vater. Nein, jetzt will ich mir erstmal angucken, was Papa mir hier für Sachen hingestellt hat. Also ich meine natürlich meinen Sohn. Was? Institut Laborkittel. Oh, Moment. Wir wollten uns ja neu einkleiden. Damit ich auch ja inkognito unterwegs bin und damit niemand auch nur erahnen könnte, dass ich zum Institut gehöre, würde ich doch mal sagen, ja, kleiden wir uns mal entsprechend. So, was musste ich jetzt drücken, um mich von außen zu sehen? Ach, lol. Schön. Ja, da kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass ich zum Institut gehöre. Sagen Sie mal, gehören Sie etwa zu diesem Institut? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich habe eine weiße Weste, höh. Im wahrsten Sinne. So. Moment, hier ist das Klo, das ist auch gut zu wissen. Toilettenpapier ist auch da. Was? Spülkastenabdeckung? Ich kann was im Spülkasten verstecken. Ob das noch wichtig wird? Ob das mal irgendwann noch wichtig wird? Und ich kann mich auf die Toilette setzen. Das ist schon geil, ein bisschen. Ich kann auf der Toilette warten. Ah, ich habe ja ein Level-Up. Okay, wir setzen uns auf die Toilette und machen ein Level-Up. Das ist super. Vergeben wir mal hier den Punkt. Also, was hatte ich schon festgestellt? Charisma, das mit dem Überreden, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Da könnte ich irgendwie noch einen Punkt vertragen. Aber ich möchte eigentlich auch bessere Waffen bauen. Das heißt, bei Wissenschaft und so müsste ich eigentlich auch nochmal Punkte investieren. Rang 2 Hightech-Mods. Und auch hier müsste ich nochmal einen Punkt reinstecken. Wisst ihr was? Wir stecken erstmal hier einen Punkt rein. Achso. Was? Level 25 muss ich da haben. Ach, scheiße. Okay, aber das kann ich noch freischalten. Dann machen wir erstmal das. Und beim nächsten Level-Up machen wir mal lokaler Anführer, weil dann kann ich nämlich Läden und sowas in meine Siedlungen bauen. Und das wird langsam mal Zeit, damit ich da mal mich ein bisschen schneller ausrüsten kann mit Stuff und Munition und so. Doch. Da haben wir wieder ein Level-Up. Nice. Und jetzt? Moment mal, hat Papa nicht gesagt, Instituts overall, wartet mal. Hatte Papa nicht gesagt, dass hier ganz viele tolle Sachen gibt irgendwie? Hm, das sieht genauso aus wie das, was ich gerade anhatte. Oh, so sehe ich mich mal von vorne, guckt mal. Es hat sogar das Institutssymbol auf der Brust. Das ist doch super. Das, huch, das nehmen wir mit. Moment. Ich will die Ego-Perspektive haben. Und hier sind die Spionagelöcher, ja. Rote gewölbte Glasvase. Hm. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Vater zurück. Genug rumgeschwafelt hier. Hier ist auch noch was. Was ist denn hier? Dasselbe. Nur hier wohnt keiner. Verschwendung! Also, Moment. Jetzt erstmal wieder den Wegpunkt markieren. Die Schlacht vom Bunker Hill. Sprich mit Vater. Machen wir das doch mal. Vater ist unten.
Ja, Blade Runner kommt ein zweiter Teil raus. Kam ja jetzt vor einer Weile, also ihr habt das jetzt schon vor einer ganzen langen Weile gesehen. Ein Trailer. Und am Ende des ersten Teils, zumindest im Director's Cut war es ja so, dass nicht klar ist oder dass angedeutet wird, dass der Deckard, also der Harrison Ford Charakter, auch ein Synth, also quasi ein Replikant ist. Und im neuen Film hat man ja so mehr so den Eindruck bekommen, dass der auch altert. Das heißt, also ich vermute mal, dass er doch kein Replikant sein soll, dass man quasi das Ergebnis des ersten Teils oder das Ende des ersten Teils so ein bisschen negieren möchte. Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Hier rein? Wo ist denn Vater jetzt? Ich bin auf der richtigen... Achso, ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite oder so, ne? Das ist verwirrend hier in dem Institut. Dass man wahrscheinlich das Ergebnis des ersten Teils von Blade Runner so ein bisschen jetzt in Frage stellen oder negieren möchte. Und quasi das so darstellt, dass es vielleicht zwei Harrison Fords gibt. Einmal den Replikanten Harrison Ford und einmal den Menschen Harrison Ford. Also, Deckard heißt er ja im Film. Deckard heißt er ja da, nicht Harrison Ford. Harrison Ford ist ja nur der Schauspieler. Aber da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da bin ich mindestens genauso gespannt drauf wie auf Alien Covenant. Alter, redet doch mal nicht alle durcheinander. Da kriegt man ja die Krätze hier. Das ist ja furchtbar. Wie sie alle durcheinander brabbeln. Da platzt einem ja das Hirn. Ja, wir sind ja auch im Institut. Die sind ja lauter Hirnis. Ba, 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 ba. Wo muss ich denn noch hin, verdammt? Wo ist denn nur wieder Vater hier? Vater, Vater, hilf mir. Ich kriege hier eine Macke bei deinen Leuten. Die machen mir hier Kopfschmerzen. Kopfschmerzen kriege ich hier. Kopfschmerzen. Da muss ich hin, da hinten. Mann. Hier, genau, hier muss ich hoch. Gottes Willen. Aber irgendwie ist das Institut doch ganz schön klein, so, ne? Also, so viele Leute leben hier gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre umfangreicher. Hey, wartet mal, was ist denn das? Achso. Sprich, ach, Vater. Hallo, Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Vater, hast du mich gerade Vater genannt, Vater? Alter Vater. Ausdiskutieren. Ich würde darüber reden und versuchen, die Dinge friedlich zu lösen. Ein bewundernswertes Ziel. Doch manchmal gibt es Situationen, in denen bedeutsamere Dinge getan werden müssen. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Sie meinen es gut. Sie sind verrückt. Ja, also ich habe bei denen Batteriesäure mir injizieren lassen. Eigentlich trifft das zu, dass sie verrückt sind. Weil letztendlich haben sie mir ja auch die Frage gestellt, ob ich mein Leben für eine elektronische Maschine opfern würde. Und das ist auch ziemlich verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Ja, dann red mir doch nicht dazwischen. Papa, Vater, Sohn, was auch immer. Nein, aber auf jeden Fall ist das eine ziemlich, also es ist eine ziemlich verrückte Vereinigung. Kenne ich nicht, ich könnte es auch leugnen. Ach, ich sag einfach, sie meinen es gut. Sie tun nur, was sie für richtig halten. Du hast dich um Libertalia gekümmert. Das ist das Ergebnis ihres egoistischen, kurzsichtigen Plans. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Ich wüsste jetzt immer noch zu gerne, was mit den Synths passiert, die zurückgeholt werden. Ich wüsste es wirklich zu gerne. Nehmen die die auseinander? Was machen die denn? Demontieren die die? Packen die die in so ein Reagenzglas rein und untersuchen die? Was machen die denn nun mit denen? Das würde mir die ganzen Entscheidungen ein bisschen leichter machen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sie die auseinandernehmen. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Herrgott, man kann nicht mal einen Gedanken zu Ende bringen. Wirklich. Wo ist der Ort? Was soll's? Zu gefährlich. Klingt einfach. Warum ist denn das so wichtig? Wir müssen nicht nur unser Eigentum zurückholen, sondern ihnen auch eine Lektion erteilen. Und zwar schnell. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen.
So wie beim letzten Mal, als die Stählerne Bruderschaft Wind bekommen hat von unseren Aktivitäten und den Runner da fast blockiert hätte, sodass er nicht mit mir mitkommt. Ja, ja. Ich werde schnell handeln. Belohnung, Unterstützung, Zeitverschwendung. Naja, ich werde schnell handeln. Ich handle schnell. Du kannst auf mich zählen. Eine Kontaktperson wartet vor Bunker Hill auf dich. Viel Glück. Vor allem Schlacht von Bunker Hill. Das klingt jetzt nicht unbedingt... Informier die Bruderschaft, informier die Railroad. Ah, jetzt kann ich ihn hintergehen und kann die anderen informieren. Aha. Ach, scheiße. Das ist jetzt wieder... Das ist jetzt sehr krass, ne? Das ist ja heftig jetzt. Was mache ich denn jetzt? Wie entscheide ich mich denn jetzt? Ich weiß immer noch nicht, was ich vom Institut so richtig halten soll, muss ich sagen. Wenn wir mal jetzt ehrlich sind, wir müssen das jetzt mal ausdiskutieren an der Stelle, ja? Ich gucke jetzt hier ihn an und diskutiere das mit euch aus. Im Prinzip müssen wir die Zünds so betrachten, dass sie gar nicht in die Welt reingehören. Das sind Geschöpfe, die hier erschaffen wurden und die eigentlich in der Welt gar nichts verloren haben. So argumentiert er letztendlich auch und so hat er jetzt endlich auch recht. Die Railroad versucht, die in ein Leben zu integrieren, das für sie eigentlich gar nicht geeignet ist, denn im Ödland will sie ja auch keiner. Es richten sich ja sogar Menschen gegenseitig hin, weil sie sich für Zünds halten. Da ist ein unglaublicher Konflikt vorhanden. Da, glaube ich, macht das keinen Sinn. Auf der anderen Seite gibt es natürlich solche Zünds wie den Valentine, die wunderbar klarkommen mit der Rolle und die offensichtlich ihren Platz gefunden haben. Also möglich ist es, dass sie leben können. Da stellt sich wieder die fundamentale Frage, soll ich mein Leben oder das menschliche Leben zurückstellen hinter das Leben von Syntheten, hinter programmiertes Leben? Und da sage ich mir ganz ehrlich, nein. Ich bin biologisches Leben, ich bin gewachsen, ich habe meine Erfahrung gemacht, ich bin nicht programmiert worden in irgendeiner Form. Huch, jetzt hätte ich beinahe meinen Vater erschossen, meinen Sohn. Egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, reisen wir jetzt gleich erstmal nach Bunker Hill. Erreiche Bunker Hill. Wo ist das eigentlich, dieses Bunker Hill? Wo ist Bunker Hill? Ich weiß es nicht. Ich muss es erstmal suchen. Ist das Bunker Hill? Ah ja, da ist Bunker Hill. Da war ich doch schon mal. Schnell zum ausgewählten Ort reisen, das macht die Sache erheblich leichter. Auf und davon! Und da sind wir! Oh. Oh. Mein Gott! Was? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Ich gehöre zu denen, die aus dem Himmel herabsteigen, mit furiosen Blitzen und die Ungläubigen bestrafen. Nein, Moment. Nochmal fragen? Ich verstehe deine Frage nicht! Ernsthaft? Das ist Bunker Hill. Alle Karawanen im Commonwealth kommen hier durch. Und alle Raider-Gruppen in der Gegend kriegen Schutzgeld, damit sie ihre Finger vom Markt und den Unterkünften lassen. Also kommen nur zwei Arten von Leuten her, Karawanen und Raider. Zu wem gehörst du? Ich bin ein Himmelsmensch, herabgestiegen, um mit dir zu sprechen. Karawane, Raider, nur ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Keine Schießerei, ja? Gut, dass ich meine dickste, fetteste Wumme mitgebracht habe. Was? Hey, war ich nicht schon mal hier in Bunker Hill? Wieso werde ich denn jetzt hier in Empfang genommen, so komisch? Ich war doch schon mal hier. Ihr kennt mich doch schon. Ich bin der nette Mann im weißen Kittel. Was? Was los? Was denn? Was hast du? Ach, komm. Genug, folge mir einfach, Hund. Ich sollte mal schnell speichern, falls der Capture-Vorgang wieder abschmiert. Ah ja, da muss ich hin. Ist doch, ich bin doch gerade hier, egal. Warum können sie mich denn nicht präziser teleportieren? Warum muss ich denn hier noch 40 Meter laufen? Das kann alles nicht wahr sein. So, wer ist das hier? Ah ja, ein Runner. Warum bin ich nicht überrascht? Ich habe auf Sie gewartet. Er kann mit verschlossenen Lippen sprechen. Ich war gut in der Zeit, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ihr Versuch, lustig zu sein, ist vergeben. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Ich brauche Granaten. Was? Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission an. Wieso kommen da jetzt Vertibirds wieder? Das ist doch scheiße. Okay.
Da wird geschossen. Was ist denn da nun wieder los? Alter! What the hell? In welchem Gebäude jetzt eigentlich? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? 58 Meter? Ach, die sind von uns, die Sündläufer, okay. Müssen wir jetzt den Vertibird abschießen eigentlich? Sündläufer? Hm, ich kann den nicht anvisieren, den Vertibird. Holy shit! Los! Eine verdeckte Operation erscheint unmöglich. Da kennen sie mich aber schlecht. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Die haben die Türen zugemacht. Ja, schießt doch nicht auf die. Lasst doch einfach. Tut doch einfach so, als wärt ihr jemand anders. So mache ich das auch immer. Alter! Ritter der Bruderschaft. Warum kommen die denn immer im falschen Augenblick, die Schweinchen? Was ist da denn los? Ich nutze einfach den Turmoil aus. Und versuche mich einfach hier hinter die Fronten zu schleichen. Gott, Alter. Boah. Was? Wer schießt hier wieder mit dem Fatman rum, ey? Ich krieg eine Macke. Warum schießt ihr mit dem Fatman rum? Was soll denn das? Verdammte Scheiße. Sowas Törichtes. Wisst ihr nicht, dass Atomwaffen die ganze Menschheit zerstören können? Habt ihr denn nichts gelernt? Habt ihr denn nichts gelernt aus Fallout 1, 2 und 3? Verdammte Scheiße. Und 4. Das gibt's doch alles nicht. Hirnpilze. Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Hirnpilz. Ich habe auf Sie gewartet. Ja, ja, komm, lala, lala, das haben wir alles schon. Ja, 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 lala. Wir gehen rein. Klar. Ja, alles klar. Nicht vergessen. Hier sind. Ja, baba, lala, lala. Rückrufcodes hinzugefügt. Finde die entflohenen Zünds. Ich gehe jetzt einfach durch die Vordertür rein. Ich renne jetzt einfach rein. Nein, Schlüssel erforderlich. Scheiße, wieso? Das wird an einem anderen Ort geöffnet? Ah! Bitte werf keine Atombomben! Ich will nicht sterben! Ah! Vielleicht sollte ich einfach warten, bis sie sich beruhigt haben. Bis irgendwer gewonnen hat. Ah, ah, ah! Ah, was? Ich bin's nicht gewesen! Ich war's nicht! Ich hab zwar ein Institutkittel an, aber ich bin kein Institutmann! Ah! Ah! Ah, ich komme mir gerade vor wie 3PO. Scheiße. Nein. Ah. Mein Gott. Wie kommt man denn hier rein? Ja, ich. Nein, ich bin nicht anwesend. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin gar nicht da. Hier muss man doch irgendwie reinkommen. Ja, hier zum Beispiel. Nein, das ist auch keine Tür. Verdammt. Ah. Kann ich nicht einfach über den Zaun gehen? Ah. Hier geht's rein. Sauber. Hallo. Wow, ah. Ah, da rein, schnell. Das wird mir noch leid tun. Ja, hinterher. Wer ist die denn jetzt? 15, 16. Wer ist das denn? Ah, ein Paladin. Aua, scheiße. Feinde, da sind Feinde irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach hier durch. Aus dem Weg! Weg! Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Ah! Stirb! Du! Geschützturm! Jawohl! So, bin ich jetzt Feind von euch eigentlich, weil ich jetzt den Geschützturm abgeballert habe? Lasst mich durch! Ah! Erschieß ihn doch! Gott! Wie lange das dauert. Ich hab alles überlebt. Ja, ich habe auch alles überlebt. Bis jetzt habe ich nur Kratzer. Aber das ist ja einfach irgendwie, oder? Einfach durchlaufen. Ja, wahrscheinlich wird spätestens der Rückweg wieder sehr schwer werden. Moinsen. Ich habe euch gefunden. Ihr seid dran. Kümmere dich um die entlaufenen Synths. Du da, Synth. Komm, bitte. Tu es nicht. Was? Reset-Code. B257. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta-93 Stratus. Haha, flupp. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Doch. Es muss sein. Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta-77 Tempest. Ihr seid... Hä? Ja, okay. Er dreht mir einfach nur den Rücken zu. Bitte.
Ja, Reset-Code, mach. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Bevor noch jemand rauskriegt, dass ich vom Institut bin. Schlafen. Ich hab nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Bla bla bla. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Sprich mit Vater in den Ruinen des CIT. Das war einfach irgendwie, oder? Wenn die anderen mich nicht als Gegner erkennen, sondern als Verbündeten, ist das alles ziemlich leicht. Schön, wie sie schlafen. So, dann kann ich ja jetzt schnell reisen, oder nicht? Ne? Sprich mit Vater in den Ruinen des CIT. Dann machen wir das doch mal. Moment. Was mache ich denn hier gerade? Karte. Hin. Fort. Was? Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Dann müssen wir wohl jetzt hier raus erstmal, ne? Und wie ich das Spiel so kenne, wird das jetzt nicht leicht. Mal schnell speichern. Das sind alle. Auftrag erledigt. Ja, ich weiß. Zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater. Ach, danke schön. Ich darf die ganze Drecksarbeit jetzt machen. Tolle Wurst. Ich darf jetzt die ganze Drecksarbeit machen. Ich darf dafür sorgen, dass die ganzen Feinde weg sind. Verdammt, wieso kann das hier nicht einfach vorbei sein? Sind die jetzt eigentlich alle feindlich? Ah! Okay, nee. Die sind immer noch nicht feindlich. Was? Hallo, ich bin einer von euch. Railroad. Ne? Wir kennen uns doch. Ich trage nur einen Instituttitel, Kittel, weil ich inkognito unterwegs bin. Ich bin inkognito. Im Kongo bin ich unterwegs und deswegen brauche ich einen, brauche ich diesen Kittel. Ja, ja. Vorwärts Marsch. Ich habe einen Runner gesehen. Er war da hinten. Da, wo ich herkomme. Irgendwo hier geht's raus. Da. So. Ah! Ja, ja, ja! Haha, das war ja leicht. Mal sehen, wann sie rauskriegen, dass ich für die andere Seite spiele. Oh, 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 oh! Ich kann sie alle plündern! Sie sind alle tot! Ah! Lasst mich plündern. Der hat eine Angel dabei gehabt. Hey, wartet mal, Angeln haben Zahnräder. Ach, egal. Kronkorken, Fusionszelle. Mein Gott, ich bin reich. Seht euch das an. Und das Battle geht immer noch gerade. Hahaha. Holzkiste ist leider leer. Da liegen sie rum. Fusionszelle halt, die will ich mitnehmen. Und ja, mal gucken. Haben wir noch hier irgendwo irgendwelche Leute, die tot sind? Mal bei den anderen Eingängen gucken. Ich bin kein Synth. Nein, 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 ich bin es nicht. La la la. Ich bin inkognito. Im Kongo bin ich. Im Kongo. Ich bin Kongnitolese bin ich. Was? Ich sollte mich jetzt, glaube ich, spätestens jetzt sollte ich mich verdrücken, glaube ich. Das mache ich jetzt auch. Ab ins Institut. Wow. Wow. So, ich würde sagen, wir schließen die Mission jetzt auf jeden Fall noch ab bei Vater. Und dann ist die Folge auch zu Ende. Moment. Sprich mit Vater in den Ruinen des CIT. Ah, nee, Moment, da bin ich jetzt falsch hier, oder? Da muss ich jetzt woanders hin. Ah, CIT-Ruinen, da muss ich hin. Wusch! Hier sind wir richtig. CIT-Ruinen. Da müssen wir hin. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt mit dem Vater, also mit meinem Sohn spreche, ist an der Stelle die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Fallout 4. Bis dann, ciao, ciao.